Freunde, willkommen in Köln. Ja, mit mir ist Norbert heute. Ja, wir sind hier nachträglich zu meinem 40. Geburtstag, den ich vor einigen Tagen gefeiert habe, und wollen hier heute ein bisschen um die Häuser ziehen. Hier im Bahnhof ist schon ganz schön was los. Natürlich gibt es auch wieder ein separates Hotel-Review zu sehen. Ja, und für uns ist jetzt erstmal die Frage, Kölsch oder Kaffee? Denn hier im Bahnhof gibt es eine neue Früh-Kölsch-Kneipe, die kenne ich selber noch nicht, die könnte man sich angucken. Und direkt vor dem Bahnhof ist natürlich auch meine Lieblings-Espresso-Bar hier in Köln. Ja, schauen wir mal, was wir jetzt machen. Also ich würde mir auf jeden Fall mal diese neue Kölsch-Kneipe hier ansehen. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei, zieht mit uns ein bisschen um die Häuser, mal schauen, was wir heute alles machen. Köln empfängt uns bei strahlendem Sonnenschein, aber eigentlich auch viel zu heißem Wetter. Ein Blick hier auf den Dom darf natürlich nicht fehlen. Ja, mit der Kölschkneipe im Bahnhof, das hat sich erstmal erledigt. Da standen sie in Fünferreihen um die Theke. Das tut man sich dann aber nicht an für ein Glas Kölsch. Da gibt es sicher gleich noch bessere Varianten. Ja, also schauen wir uns doch erstmal hier um und dann suchen wir uns nachher mal unser Hotel und werfen da unsere Sachen ab. Und dann geht's weiter. Ja, weil es im Bahnhof so voll war, haben wir uns dann doch für die italienische Variante entschieden. Hier vor dem Bahnhof direkt gegenüber und trinken einen erfrischenden Limoncello. Und auf einen hoffentlich gelungenen Nachmittag und Abend in Köln stoßen wir jetzt erstmal hier mit einem Limoncello an. Zwischenzeitlich sind wir jetzt hier mehr oder weniger zufällig am Café Fassbender vorbeigekommen. Das ist so ein richtiges, ja, Kaffeehaus mit so ein bisschen 60er Jahre Flair. Ich liebe ja so Sachen immer und ja, unser Weg, den wir eigentlich gehen wollen, der scheint jetzt auch wieder durch irgendeine Demo oder was da vorne gesperrt zu sein. Also werden wir wohl einen kleinen Umweg gehen müssen, aber es hat sich gelohnt, hier in das Café reinzugehen. Das war alles super gemacht, frisch und hausgemacht. Das war nicht irgendein Fertigkram. Also das kann man nur empfehlen hier. Und der Kellner war ein Engländer, der hatte immer ein Späßchen da auf den Lippen, aber der scheint den ganzen Laden da alleine zu wuppen. Wir haben uns mittlerweile mal auf den Weg nach Köln-Deutz auf die andere Rheinseite gemacht und da vorne liegt er auch vor uns, der Köln-Triangel, das Verwaltungsgebäude des Landschaftsverbandes Rheinland. Da gibt es oben eine große Aussichtsterrasse drauf. Vielleicht fahren wir da auch noch rauf, gucken wir gleich mal. Hier rechts kommt übrigens mal noch eine der historischen S-Bahn-Wagen, die hier im Rhein-Ruhr-Bereich nur noch im Kölner Raum gelegentlich auf einer Linie verkehren. Hier kann man immer schon mal Glück haben, dass man noch einen davon bekommt. Ja, wir müssen jetzt einmal über den Bahnsteig. Wir sind zwar mit der U-Bahn gekommen, aber wir hatten aus dem U-Bahnhof den falschen Ausgang genommen. Deswegen müssen wir jetzt hier einmal durch den Deutzer Bahnhof durch. Und da sind wir oben auf dem Köln-Triangel. Ja, und dann haben wir da vor uns, unter uns, die Hohenzollernbrücke, wo die Züge von Deutz aus Richtung Hauptbahnhof fahren. Wir haben den Rhein zu Füßen, da hinten natürlich den Dom und ganz da hinten früher die andere Institution mit toller Aussicht. Das ist der Colonius, der Fernsehturm, der aber leider seit
ja, mittlerweile rund 25 Jahren schon kein Restaurant mehr beherbergt und der ist leer da oben. Da kann man leider nicht mehr rauf. Ja, schön ist natürlich, dass man hier auf der anderen Rheinseite oben ist und einen wunderbaren Blick auf den Dom hat. Auf den Dom kann man ja auch rauf. Das habe ich euch ja auch schon mal gezeigt. Das Video verlinke ich euch hier auch nochmal. Oben in der Ecke könnt ihr da auch nochmal reinschauen, denn das lohnt sich auch wirklich. Allerdings, da müsst ihr komplett zu Fuß gehen und hier im Köln-Triangel könnt ihr den größten Teil des Weges mit dem Aufzug zurücklegen. Hier im Köln-Triangel, es geht auch ganz ohne Treppen, also wenn ihr mit dem Rollstuhl seid oder nicht die restliche Treppe hier hochlaufen könnt, da kann man klingeln. Es gibt also einen weiteren Aufzug, der geht ganz bis hier oben. Und für Schwerbehinderte und Begleitung ist der ganze Spaß hier kostenlos, weil das Ganze gehört ja zum Landschaftsverband und der Landschaftsverband ist ja unter anderem neben den Landesstraßen eben auch für viele Einrichtungen des Schwerbehindertenwesens hier im Rhein-Ruhr-Bereich verantwortlich. Ja, und dementsprechend sind dann viele Dinge, die der LVR so anbietet, dann auch für schwerbehinderte Menschen deutlich günstiger oder ganz kostenfrei. Ja, hier ein Blick auch nochmal in Richtung der anderen Rheinseite, da in Richtung der Kölner Südstadt. Ja, von hier oben hat man wirklich einen super Blick hier. Einmal natürlich über das richtig ursprüngliche Köln mit der Altstadt und der Südstadt und den Brücken über den Rhein, aber hier auch über Deutz etc., übers Messegelände und alles weitere. Wenn man hier so einmal rund geht, da hat man das volle Panorama. Ja, hier drüben dann die Lanxess Arena, früher Köln Arena, aber heute hat ja jede Bude, jedes Eisstadion, jede Veranstaltungshalle muss ja irgendeinen Sponsor haben, irgendjemand, der seinen Namen dafür hergibt. Und ja, ob das dann immer passt. Das steht auf einem anderen Blatt. Hier dann wieder der Deutzer Bahnhof, hier die Straße vor dem Deutzer Bahnhof und hier rechts geht es dann in die Straßen von Deutz rein. Ja, eigentlich wollten wir heute Abend hier direkt so in einer dieser Straßen da vorne rechts, da wollten wir essen im Hotel Lux. Das Ganze war ein, ja, russisches Restaurant. Und zwar war das so ein bisschen, ja, auf den Sowjetkult ausgelegt, also nicht rein russisch, sondern eben auch auf die ehemaligen sonstigen Sowjetrepubliken. Und da gab es dann eben auch Spezialitäten aus Armenien und aus den anderen Staaten, die dazugehörten. Und das Ganze war, ja, das war so ein bisschen auf sowjetisch gemacht, aber eben auch in einer Weise, die diese Gigantomanie und so und diesen ganzen Politkult so ein bisschen aufs Korn nimmt.
Wenn man also zum Beispiel einen Tisch reservierte, dann bekam man immer eine E-Mail zurück. Da stand dann drin, die Kombinatsleitung teilt mit am dem und dem Datum, sind noch Plätze zu vergeben. Das war alles so ein bisschen mehr auf witzig gemacht, aber ja, der hatte jetzt 2 Jahre Corona hinter sich mit allen Einschränkungen. Der Inhaber, der das die letzten 20 Jahre gemacht hat. Ja, und dann ist dann dieser unsägliche Krieg ausgebrochen. Durch die Handelsbeziehungen sind viele Produkte nicht lieferbar. Dazu kommt, ja, dass auch viele russische Menschen, die hier wohnen und die da auch schon mal hingegangen sind, um dann einheimische Dinge zu essen, die trauen sich kaum noch, sich zu outen als Russen. Die Deutschen boykottieren es teilweise und finden es jetzt plötzlich geschmacklos, dann dahin zu gehen und diesen Sowjetkult zu feiern, obwohl es doch eigentlich einfach nur ein Spaß ist und mit der aktuellen Politik gar nichts zu tun hat. Aber es hat letztlich dazu geführt, dass der Inhaber dann schweren Herzens im Mai aufgeben musste und das Hotel Lux, das schon an anderer Stelle hier in Köln existiert hat, geht, also die Wurzeln gehen zurück bis 1989, seit 2002 hier in Deutz. Ja, und jetzt ist es leider Geschichte. Und hier unten dann der Messebereich, hier die alten Messehallen, und in den alten Messehallen, da war früher im Messeturm bis Anfang der 2000er Jahre ebenfalls ein hochgelegenes Restaurant. Aber als dann die alten Messehallen umgebaut worden sind zu Wohnungen etc., da ist das Restaurant weggekommen. Das ist alles nicht mehr frei zugänglich da. Ja, so kann man jetzt nur noch von hier aus die Aussicht genießen, aber nichts mehr dabei essen. Und hier sind wir jetzt ungefähr wieder am Ausgangspunkt. Hier ist wieder die Hohenzollernbrücke und damit sind wir einmal so gut wie rund und wir machen uns jetzt wieder auf den Weg nach unten. So, und hier unten ist dieser Zugang, Cologne View, hier mit dem anliegenden Park. Hier hinten rechts über den Weg geht es dann wieder zum Bahnhof Deutz. Ja, und hier geht's rein auf die Aussichtsplattform. Und wie gesagt, das lohnt sich wirklich, da mal hinzugehen, weil der Ausblick, der ist wirklich grandios. Ja, und ihr braucht eben nicht viel laufen vom Dom, finde ich. Also der Dom hat natürlich ein ganz eigenes Flair, aber ihr müsst komplett zu Fuß hoch und der ist oben natürlich ganz vergittert. Also ich finde den Ausblick von hier eigentlich besser und imposanter als vom Dom. Aber wie gesagt, der Dom mit dem Durchgang durch den Glockenstuhl und allem, das hat natürlich nochmal eine eigene Atmosphäre. Das kann man nicht vergleichen. Wir gehen jetzt erstmal im Bahnhof Deutz ein Kölsch trinken, denn ich habe eine trockene Kehle hier vom ganzen Erklären und es ist auch so warm heute. Wir haben es geschafft, nachdem wir erstmal im Bahnhof da im Deutzer Brauhaus waren, uns wenigstens mal hier bis an die Theke in der Gaststätte Lommerzheim beim Lommi, wie das so schön heißt, hier in Köln vorzuarbeiten. Ja, nach der Schließung und dem Tod von Hans Lommerzheim einige Jahre leer gestanden und dann durch die Päffkenbrauerei wieder eröffnet und von vornherein ein Erfolg wie eh und je, eine der ja urigsten und urtümlichsten Gaststätten hier in Köln. Da muss man einfach mal gewesen sein. Das ist hier auf der Siegesstraße in Köln-Deutz. Und wir gehen jetzt hier mal ein bisschen bis zur Deutzer Innenstadt und wir überlegen gerade, ob wir vielleicht zum Essen gleich mal mit der U-Bahn Richtung Kalkhöhenberg zum Sünnerkeller fahren. Da war ich nämlich bis jetzt auch nur mal auf ein Bier früher gewesen, aber ich glaube, da kann man auch ganz gut essen. Und das ist schön im alten Fasskeller der Brauerei, da ist es nämlich bei den Temperaturen auch angenehm kühl. Ja, und hier vorne war es
das erwähnte Hotel Lux. Wir sind extra mal hier rumgegangen, weil da vorne auf der Ecke an der Deutzer Innenstadt, da ist auch noch eine nette Kneipe. Da sind wir noch mal rein. Und jetzt gehen wir hier Richtung Deutzer Bahnhof und wollen dann mal Richtung Sünnerkeller fahren. Tja. Das war es. Hier wären wir gerne essen gegangen. Und wir bahnen uns gerade ganz anders als ursprünglich geplant unseren Weg über die Neusser Straße in der Kölner Nordstadt, hier im Agnesviertel. Ja, warum das Ganze? Wir wollten ja eigentlich zum Sünnerkeller, hatte ich gesagt, aber dann sind wir am Deutzer Bahnhof in die U-Bahn und da stand eine U-Bahn Richtung stadteinwärts. Die stand da erst ganz leer, irgendwann stiegen da Leute ein, aber die fuhr und fuhr nicht. Und auf unserer Seite kam überhaupt nichts. Der Bahnsteig, der wurde voller und voller, aber ja, es standen dann ganz entfernt nur Züge angeschlagen, warum auch immer, ein Grund stand nicht angegeben. Ja, und da haben wir gesagt, selbst wenn dann jetzt irgendwann ein Zug kommt, dann wird der wahrscheinlich so voll sein schon und dann noch so viele Leute auf dem Bahnsteig, da werden wir nicht mitkommen und dann hängen wir, wenn wir überhaupt mitkommen, in Kalk und dann ist das weiter gestört und wir kommen nicht mehr zurück. Dann habe ich gesagt, lass mal lieber auf den Bahnsteig gehen von der Deutschen Bahn und zum Hauptbahnhof fahren und dann gucken wir mal hier. Hier sind wir wenigstens schon mal auf der richtigen Rheinseite, wenn wir nachher zurück müssen. Ja, und dann haben wir spontan gesagt, fahren wir mal hier im Agnesviertel zum Haus Stüsser gucken. Und ja, dann sind wir hier in die U-Bahn, da stand dann auch angeschlagen. Unregelmäßiger Verkehr wegen hohem Fahrgastaufkommen. Naja, auf jeden Fall, da kam dann relativ schnell was. Da sind wir bis Ebertplatz und dann umgestiegen Richtung Chorweiler. Und jetzt sind wir aber fast schon wieder zu weit. Wir wären besser vom Ebertplatz aus zu Fuß gegangen, aber so genau hatte ich das dann auch nicht im Kopf, weil hier die Haltestelle Lohse Straße, die ist schon wieder ein ganzes Stück die Neusser Straße runter. Ja, jetzt müssen wir wieder ein Stückchen zurückrennen, aber naja, wir haben ja noch Zeit. Wenn wir dann um 8 Uhr da sind zum Essen, dann reicht das vollkommen aus, uns zumindest. Und da sollten wir wohl auch noch was kriegen. Schade, ich wäre gern noch mal zum Sünnerkeller. Da bin ich schon mal gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe damals oder nicht. Wie ich da ein Video von gemacht habe. Ja, und auf jeden Fall, damals haben wir da aber nur was getrunken, weil da hatten wir in Kalk schon in so einer urigen Gaststätte gegessen. Und habe ich gesagt, das wäre auch noch mal was, wo ich auch noch mal zum Essen hinkommen würde. Ja, und heute wäre eigentlich die Gelegenheit gewesen und da lässt uns die KVB im Stich. Aber hier in Köln haben wir ja genügend Alternativen. Wir sind hier mitten im Agnesviertel in so einem Wohngebiet unterwegs. Ja, wir waren da vorne die Straße lang. Auf der Ecke, da ist das Brauhaus Stüsser. Da waren wir essen. Da habe ich jetzt direkt davor keine Aufnahme gemacht, weil da saß noch die ganze Terrasse voll mit Leuten. Ja, innen war es relativ ruhig. Und das Essen, das war auch ordentlich und preislich ist das auch wirklich fair dafür, dass wir uns auch noch in Köln befinden. Also da zahlt man bei uns oben auf dem Land teilweise noch mehr für. Da kann man gar nicht meckern und war auch lecker gemacht. Ich hatte Roastbeef mit Remoulade und Bratkartoffeln und Norbert hatte einen Pfefferschnitzel mit Pommes und Salat. Es war auch eine richtig große Portion und mit Getränken und alles zusammen habe ich jetzt 42 Euro bezahlt, da kann man gar nicht meckern. Wir sind hier mitten in Köln und jetzt gehen wir hier lang und da vorne links leuchten schon die Lämpchen. Das ist die Agnesklause, das ist auch wunderschön. Das ist so eine alte Kneipe mit einem jungen Wirt und das Ganze ist so ein bisschen auf Papp gemacht, also eine Mischung aus Papp und Fädelskneipe und das ist richtig gemütlich und da wollte ich immer noch mal hin. Da sind wir 2000.
20 mit den Jungs mal gelandet, zufällig. Und das war kurz bevor die Kneipen so lange schließen mussten. Und dann hatten wir ja so viel Corona-Auflagen und allem. Da hatte ich das auch mal auf Facebook verfolgt. Und der Inhaber, der war auch immer schon am Überlegen, ob er es überhaupt noch schafft oder ob er die Kneipe ganz schließen muss. Aber umso erfreuter war ich, als ich jetzt gesehen habe, dass es wohl noch offen ist. Und dann werden wir da jetzt mal reinschneien und noch was trinken und uns dann so langsam Richtung Innenstadt wieder vorarbeiten. So, ja, der Agnes Klause haben wir auch einen Besuch abgestattet und auf dem Rückweg sind wir hier vorbeigekommen. Das ist die alte Feuerwache. Da ist auch ein Biergarten drin. Ja, damals waren wir mit den Kumpels hier im Oktober, Ende Oktober unterwegs. Da war natürlich so mit Biergarten nicht mehr so viel. Da ist uns das gar nicht aufgefallen. Aber das weiß ich auch von verschiedenen Dingen, wo ich das drüber gelesen habe, dass hier auf dem Gelände der alten Feuerwache auch noch ein netter Biergarten ist. Kann man auch nur empfehlen. Aber ja, wir kommen jetzt gerade aus einer Gaststätte. Wir gehen jetzt auch erstmal ein paar Meter und kehren jetzt nicht schon wieder irgendwo ein. Hier ist sie, die Hahneports, die Hahnenpforte an der Hahnenstraße hier in Köln. Das Ganze hier am Friesenplatz. Rudolfplatz, Friesenplatz, hier die Ecke. Ja, und hier geht es dann auch auf die Ringe und auf die Friesenstraße. Und das ist das Nacht- und Partyviertel hier in Köln. Da kann man hier Rudolfplatz oder Friesenplatz, kann man hier mit der KVB hinfahren. Und dann ist hier die halbe Nacht noch was los. Und Norbert, der sich sonst immer so gerne unter das Jungvolk mischt und sich immer für so fit und jung hält, dem ist das Ganze hier, glaube ich, gar nicht so ganz geheuer. So, und hier unsere finale Adresse, das Klein-Köln auf der Friesenstraße hier in Köln. Die erste Nachtgaststätte Kölns existiert seit 1926 und das ist die Adresse für abends, weil da ist ja gemischte Musik, Kölsch, Deutsch, manchmal auch international, heute war es nur Deutsch und Kölsch, aber da ist richtig was los, kostet aktuell 8 Euro Eintritt inklusive einem Getränk und das macht wirklich Spaß, da hinzugehen, zumal die nicht so überkandidelte Türsteher haben. Wenn ihr nicht gerade rotzbesoffen seid und Palaver macht, dann kommt ihr da eigentlich immer gut rein. Und das macht einfach Laune, da hinzugehen. Und das ist schon öfter, wenn wir in Köln waren, da so unsere Absackerkneipe gewesen und jetzt ist es auch spät genug und wir wandern jetzt gemütlich Richtung unseres Hotels und dann soll es das auch für heute gewesen sein, das reicht dann jetzt auch, ja. Bei ebenso schönem Wetter, wie wir gestern hier angekommen sind, geht auch heute unser Aufenthalt hier in Köln wieder zu Ende. Ja, gestern Abend sind wir dann vom kleinen Köln aus Richtung Hotel spaziert und sind versehentlich noch einen kleinen Umweg gelaufen, haben dann noch in einem Bistro eine Cola getrunken. Und dann sind wir dann auch zurück, dann war es auch spät genug, dann waren wir auch müde. Und jetzt heute Morgen spazieren wir gemütlich Richtung Bahnhof und dann machen wir uns auf den Weg in die Heimat. Und ja, das war dann eigentlich schon alles Spannende, was wir gesehen haben. Heute wird sich wohl nichts weiter mehr ereignen. Von daher sage ich wie immer, danke, dass ihr ins Video reingeschaut habt und seid auch das nächste Mal wieder dabei.
wenn es dann vielleicht auch wieder etwas Ausgefalleneres oder Spannenderes zu sehen gibt. Bis dahin bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.